Herr Grunder, ihr habt eine Interpellation eingegeben im Kantonsrat wegen der Fachhochschule Zentralschweiz. Was ist nochmal der Hintergrund davon? Der Hintergrund ist, dass die Fachhochschule Luzern den Teilbereich Hochschulwirtschaft Platzprobleme hat, Platz aus allen Nähten. Und Kanton Luzern findet einfach keine Räumlichkeiten. Und da würde es sich anbieten, das Problem muss man lösen. Die Schule ist wichtig, dass man die Schule zumindest teilweise auf Zug verlagern könnte. Sie haben mir vorgesagt im Vorfeld, Sie haben auch mit anderen Kantonalparteien darüber geschwätzt. Zum Teil sind Sie noch nicht ganz einig, wie Sie sollen darauf reagieren. Ist das die Option, die wirklich jetzt im Augenblick passieren sollte? Es ist so, wenn Luzern das Problem nicht lösen kann, dann müssen andere Kantone in die Bresche springen, weil die Schule ist für die ganze Zentralschweiz wichtig. Nicht nur für Luzern, nicht nur für Zug, sondern auch für Schweiz, Ob- und Nidwalden. Und wir sind dort mit den anderen FDP-Kantonalparteien im Kontakt und probieren irgendeine Zentralschweizer Lösung, je nachdem auch ohne Luzern zu finden. Vielleicht einfach noch gefragt aus eurer Sicht, was ist los in der Fachhochschule Zentralschweiz? Es ist schwierig zu sagen. Es ist ein Konkordatskonstrukt, das natürlich relativ schwerfällig ist, einerseits. Andererseits hat man auch Luzern bei anderen Möglichkeiten gesehen, dass die sich sehr schwer tun. Was aber konkret läuft, auch hinter den Kulissen, ist sehr schwer zu überblicken. Für uns ist einfach klar, wir haben das Problem dort. Die Schule platzt aus allen Nöten, was ja sehr positiv eigentlich ist, weil die haben einen super Zulauf von Studenten. Aber das muss jetzt gelöst werden, ungeachtet von allen Problemen. Ist das nochmal ein Gerangel auch im Hintergrund gesehen von der PHZ? Es ist klar, nachdem dass sich jetzt Luzern aus der PHZ zurückziehen will, gibt es Stimmen, die sagen, wir brechen alle Konkordate, wo Luzern dabei ist, ab und machen unsere Sache selbstständig. In dem Fall, wo es jetzt darum geht, bei der Fachhochschule Luzern, glaube ich aber nicht, dass das drin spielt. Das ist etwas Eigenständiges und dort muss man jetzt eine Lösung suchen und eine Lösung könnte sein, Hochschule Luzern, Wirtschaft auf Zug. Wo an? Das ist im Moment noch offen. Ich bin überzeugt, dass wir auf dem Standort Zug einen entsprechenden Platz finden würden. Wir haben ja bereits das Institut für Finanzdienstleistungen da. Standort Zug ist bei den Studenten auch sehr beliebt. Wir werden dort etwas finden und die Lösung muss ja auch nicht von heute auf morgen kommen.